Juhu, Animal Crossing-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Heute endlich mal an einem Sonntag. Für euch ist es schon spät, für mich ist es noch sehr früh. Ich möchte nämlich zur Rüben-Oma allerdings erstmal den Brief verarsten. Ich brauche nämlich Geld für coole Stadtverschönerungen. Wir haben nämlich einige bekommen. Und ein Brief von Felix. Was hat unser Hohlhörnchen denn mal wieder? Juhu, Honey! Der 3.6. ist mein Geburtstag. In diesem Haus steckt bei mir zu Hause eine tolle Party. Du musst unbedingt kommen, Honey. Dein aufgeregter Felix. Oh, 3.6. Am besten schreibt ihr mir jetzt schon mal in die Kommentare zur Erinnerung. Am 3.6. Felix Geburtstag. Am 3.6. Felix Geburtstag. Am 3.6. Das merke ich mir nie. Das muss ich mir in meinen Kalender eintragen. Hallo, Fatima. Guten Morgen, Schatzi. Sowas, irgendwas Bestimmtes. Sprechen. Ach, ich wollte einfach nur mal sagen... Wie geht's? Wie steht's? Hast du einen schönen Tag gehabt bis jetzt schon? Was hast du heute vor? Günther und ich haben neulich über Schmetterlinge geredet und was für gute Haustiere sie wären. Ein Schmetterling würde sich sicher bei mir wohlfühlen und dann sieht das auch noch schick aus. Also, du willst mir nicht einen Schmetterling fangen? Irgendein, ich bin gar nicht wählerisch. Oh ja, klar, gerne. Prima, das ist toll. Da kriege ich gleich Kribbeln im Bauch. Oh, das kann ich dir besorgen. Es kann sein, dass ich sogar was dabei habe. Ja, warte mal, Fatima. Was? Ich hab schon was für dich. Wie? Hallo, Schatzi. Was ist denn? Ja, ich hab was. Ich hab deinen Sekt. Und zwar bekommst du einen wunderschönen Pfaufalter. Tada! Oh, wie toll. Danke, Schatzi. Ich wünsche mir schon sehr lange einen Pfaufalter. Oh, hier ist ein kleines Dankeschön. Ui, ein Shirt für mich. Es ist ein Alpaka-Pulli. Danke für deine Hilfe, du bist wirklich nett. Ein Alpaka-Pulli? Was ist denn ein Alpaka-Pulli? Wie sieht ein Alpaka-Pulli um? Und die Rüben-Omas hier. Oh, ja, ich trage doch mal lieber das hier. Die Rüben-Oma ist sogar hier unten. Ich habe eigentlich die Rüben-Oma lieber gerne nah oben an der Fundgrube, weil dann habe ich mehr Platz und so. Aber ich muss ja eh erst Geld abheben. Wie sieht es denn aus mit meinem Platz? Nee, besser wäre hier drin Platz zu schaffen, damit ich möglichst viele Rüben mit mir herumschleppen kann. Ja, ich packe schon mal diese Sachen hier weg. La, 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 la. Nee, wir haben die ganzen Extra eigentlich da. Das ist ja auch nicht so wichtig. Ich packe jetzt die Setzlinge hier hin. Was ist das? Robo-Anlage, achso. Die hatte ich ja für Jillian aufgehoben. Habe ich nicht irgendwo noch mehr Sachen für Jillian aufbewahrt? Okay, hier habe ich angefangen, Insekten aufzubewahren. Die kann ich aber auf jeden Fall alle verkaufen, den da auch. Ja, hier kommt die Robo-Anlage auch, was soll's, die kann ich ja wieder bestellen. Das Fossil habe ich wahrscheinlich auch schon. Das Regal, das kann ich ebenfalls. Den Alpaka-Pulli, all das kann ich jetzt verkaufen und dann kann ich mir Geld abheben. Ich hatte auch kein Geld mehr im Schrank, daran könnte ich mich erinnern, denn ich habe da neulich ein bisschen durchgeguckt. Und da war kein Geld drin. Dann verkaufe ich jetzt und hole Geld. So, jetzt habe ich ganz viel Geld in meinem Inventar. Denn ich habe von der Bank 1.500.000 Sternis abgehoben. Das hat auch gerade so reingepasst. Ich rüste meine Schaufel sogar mal aus. Dann habe ich noch einen Slot mehr. Jetzt muss ich die Rüben-Oma finden. Ideal wäre halt wirklich gewesen, sie wäre jetzt hier oben. Also eigentlich kann man die Stadt so lange resetten. Also so lange... Oh, ich wollte mich hinlegen. Also eigentlich können wir die Stadt so lange resetten, bis die Oma irgendwann mal da oben erscheint. Also immer wieder raus und reingehen und raus und reingehen. Beziehungsweise Einkaufsmeile und zurück, Einkaufsmeile und zurück. Weil dann ist es halt einfach... all die Sachen schon mal zu verstauen. Aber naja, da ist Vivi. Jetzt müssen wir die Rüben-Oma prinzipiell erstmal wieder finden. Wo ist die Rüben-Oma hin? Ist die immer noch bei mir unten? Ich habe sowieso nicht so viel Geld. Und dann lasse ich die ganzen Rüben halt unten liegen. Vielleicht ist sie hier unten, dann ist das auch gut. Dann ist das ja auch in der Nähe von meinem Spind. Ist die Rüben-Oma noch hier? Die Rüben-Oma ist noch hier! Hi! Warte. So funktioniert das nämlich nicht. Ich muss mein Geld mal in der Welt herumliegen lassen. Und dann nehme ich die Rosen.
und pflanze die so lang hier hin, damit ich einfach genügend Platz habe. So ist gut. Und dann kann ich hier noch ein bisschen Geld hinpacken. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die Rüben sein werden. Ich hoffe, es ist nicht so krass. Kindchen, was machst du denn da? Ich bereite nur Dinge vor, um gleich ganz viel Geld bei ihnen auszugeben. Nicht, dass sie mich falsch verstehen. Sie können das nicht mitnehmen, okay? Bitte alles da lassen, wo es ist. Es bleibt alles da, wo es ist. So, jetzt packen wir hier noch Sachen hin. Ah, da ist der Barry. Aber wir können jetzt nicht zu Barry. Wir haben Aufgaben und Pflichten zu erfüllen. Nämlich, unsere Stadt schöner zu machen. Und dafür brauchen wir ganz viel Geld. Ja, warte, da bin ich noch nicht fertig mit. Und das kann ich, glaube ich... Ich weiß nicht, wie viele Rüben ich dafür kaufen kann. Nee, ich probiere es einfach mal. Rüben-Oma, warten Sie, warten Sie! Na, wen haben wir denn da? Ich verkaufe inzwischen seit über 60 Jahren jeden Sonntagmorgen meine Rüben. Ich kann mich gar nicht erinnern, jemals was anderes gemacht zu haben. Wie auch immer, wenn du Rüben brauchst, sag einfach... Ja, Tiere Sigrid und so, soll die welche geben und dann komme ich und mache das Rüben, frische Rüben, 107 Sterne ist das Stück. Oh mein Gott, ist das teuer. Ja, wie viele dürfen es denn sein? Das sind 10er-Packs. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele man da kaufen konnte. Passt das rein? Ja, das ist okay, okay, kein Problem, kauf ruhig. Wie viel ist das in meinem Inventar? Okay, das ist fast genau so, wie ich es geplant hatte. Und dann packe ich die nämlich jetzt schon mal weg. So, sehr, sehr gut. Weil dann kann ich die nämlich verkaufen auf meinem anderen Spielstand, wo ich so eine 300er Rübenpreis habe, der einfach nur großartig, genial, perfekt und wunderbar ist. Und zwar brauche ich dafür möglichst eine möglichst leere Bank, wenn man es genau betrachtet. Ich glaube, die Sachen sortiere ich einfach mal alle nach oben weg. Das ist ja auch nicht das Problem. Und packe hier meine Rüben rein. Ne, weil das müsste ich doch eigentlich auch alles oben unterkriegen. Hier zum Beispiel können die Tröten hin. Dann da unten können die... Nein, nicht das Geld. Die Regenschirme hin. Wunderbar. Wunderbar. Dann tausche ich das langsam aus und dann... Am besten sind zwei Fächer voll mit Rüben immer, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Dann verkaufe ich die, dann kaufe ich wieder eine, verkaufe ich die, dann kaufe ich wieder ein. Ich möchte ziemlich viel Geld generieren. Das wäre eine ganz gute Sache, weil dann können wir hier nämlich richtig loslegen. So, Sigrid. Ups, das wollte ich gar nicht. Sigrid! Ach ja, Rüben willst du noch mehr haben. Ja, wunderbar. Ach, schön. So, dann kaufen wir jetzt 1400. Das müsste passen. Ja, das geht ins Inventar. Sehr schön. Und dann kann ich halt... Also es ist praktisch, dass sie direkt neben meinem Haus ist. Dann kann ich halt hier immer hin und her gehen. Das wird nur sehr aufwendig später. Die Rüben verkaufen, dann wieder zurückgehen, dann wieder Rüben einkaufen, dann wieder zurückgehen, dann Rüben verkaufen und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich anstrengend. Und ich muss sie hier in den Schrank tun. Ich kann sie nicht in den anderen Schrank tun. Denn, das Inventar muss ich ja mitnehmen in eine andere Stadt. Ich habe nämlich einen Spielstand, da habe ich einen ganz tollen Rübenpreis, aber wenn ihr euch dafür interessiert und sagt so, ja, wie Herr Rüben und bla und blub, wie zweiten Spielstand. Ich habe ein Tutorial dazu gemacht, wie ich immer an die ganzen Sachen komme. Ich packe das jetzt einfach mal dahin. So, ich packe einfach den Lolli hier hin. Ja, noch haben wir Platz für jede Menge Krams. Das wollte ich gar nicht. Wollte ihn da lassen. So, die Muschel, Kaffee Latte und da die Bonbons. Habe ich denn da noch mehr drin? Noch mehr Zeug, das weg muss? Ja, Briefe, jede Menge. Dann nehme ich das hier mal raus. Hier wollte ich halt auch nicht zu viel haben. Oh, das passt genau hier rein. Oh, sehr, sehr gut. Damit ich quasi zwei Fächer voll machen kann. Gib mir jetzt gerade mal kurz einen Moment, Leute. Ich sortiere hier ein bisschen herum, kaufe noch wie wild Rüben ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt bereit, die Stadt zu verlassen. Lieber Flip. Ich möchte verreisen, bitte. Über den Online-Modus. Ja, bitte. Ich finde, er kann sich immer so gewählt ausdrücken. Seine Art zu kommunizieren und sich zu verständigen,
Einfach großartig. Unser Flip ist einfach der Poet unter all den Tieren in der Stadt. Auf nach Sahal. Besuchen. Ja, auch das ist mein Plan, Flip. Deine Worte berühren, bewegen so sehr. Ja, du darfst meine Oma mit Pupu bewerfen. Das ist so bewegend. Apropos bewegend. Ich warte hier schon total lange auf den Zug. Kann der sich mal bewegen, ja? Juhu, der Zug. Chuchu. Hashtag Chuchu, Leute. Chuchu. Ja, ja, genau das wollte ich auch gerade sagen. Brumm, brumm. Nee, ein Zug macht Chuchu. Tschut, hallo, Flip. Tschüss, Flip. Das ist irgendwie ein anderer Flip. Welcher Flip ist das? Warum kenne ich ihn nicht? Okay, gut. Wir sind jetzt in Sahal. Das ist der dritte Animal Crossing-Spielstand, den ich besitze. Der ist fest installiert auf einem Nintendo 3DS. Nein, das kann ich hier nicht aufnehmen. Der ist fest installiert auf einem Nintendo 3DS. Das kriege ich da auch nicht runter und es ist kein Aufnahme-Nintendo 3DS. Und es wäre sehr teuer, den umbauen zu lassen und auch unnötig. Also ich kann diese Stadt hier nicht aufnehmen. Will ich auch gar nicht, weil die existiert... existierte eigentlich nur mal als Privatspielstand. Und dann ist der kaputt gegangen und dann habe ich eine neue Stadt aufgemacht. Aber die Bewohner sind so toll, weswegen ich halt... Ich habe halt die behalten jetzt und ich habe aber keine Zeit mehr dafür gehabt. Und da ich hier so einen tollen Rübenpreis hatte, das war voll lustig, ich habe nachts geträumt, dass ich diese Stadt hier lade und mega den abgefahrenen Rübenpreis habe. Ich hoffe, das passt jetzt hier wieder. Rübenpreis fahren. Ja, genau. Ich habe nachts geträumt, dass ich einen Rübenpreis von 356 Sternis habe in einer anderen Stadt irgendwie. Und ich so, hä, wieso träume ich von Rübenpreis und von Animal Crossing? Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso zum Henker träume ich davon? Und dann bin ich am nächsten Morgen halt einfach aufgestanden und habe diesen anderen Spielstand mal angemacht, weil ich gedacht habe, so, okay, das kann nicht sein. Habe ich jetzt, hä, was ist da los? Habe ich mir das eingebildet? Und da hatte den Preis von 365 Sternis, 356, ach, ist ja auch egal. Jedenfalls war das genau diese Zahl und ich stand halt erstmal eine halbe Stunde mindfuckt vor den Nintendo 3DS und dachte mir, toll, aber die Lottozahlen, die träumst du nicht, hä? Hä? Naja, jedenfalls werde ich jetzt hier hin und her laufen. Oh, au, 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 au. Ich meinte, ich werde hier hin und her laufen und werde mir... Das ist übrigens mein alter Ego. Hallo, verzaustes alter Ego. Werde mir hier meine Rüben rausholen und die alle verkaufen, Stück für Stück. Und das Geld natürlich einlagern. Ihr seht, ich kann mein Geld ein bisschen mehr als verdreifachen. Das ist doch gut. Kann man ja nicht meckern. Da das für euch allerdings mäßig spannend ist, weiß ich nicht. Gibt es etwas, worüber wir reden könnten bei Animal Crossing New Leaf? Also ein bisschen so die Zukunft von Animal Crossing New Leaf. Wenn es meine Zeit wieder zulässt, würde ich gerne... Oh Gott. Würde ich gerne zwischendrin auch Animal Crossing New Leaf Schlummerhaus Adressen... Schlummeradressen Dingsbums. Ich besuche eure Stadt wieder ins Leben rufen. Also Animal Crossing New Leaf, deine Stadt. Und würde das wieder gerne ins Leben rufen, würde dann euch gerne besuchen, würde mit euren Schlummeradressen, das könnt ihr ja mal in der Videobeschreibung einreichen, da habe ich extra einen Link für euch, würde euch gerne besuchen und das zwischendrin mal so bringen. Da habe ich überlegt, wie ich das bringen kann, wie ich das machen kann. Da das eine einfache Start-Stopp-Aufnahme ist, ist das ein Zeitaufwand von 30 Minuten für mich insgesamt. Wenn ich jetzt nicht mit den Thumbnails zu detailliert werde und so weiter und so fort, wäre das etwas, was ihr zusätzlich noch zu Animal Crossing gerne gucken wollt? Und wenn ja, sollte ein bisschen gerafft sein, ne? Ja, also ich werde gucken, dass ich es nicht übertreibe, dass wir die Parts vielleicht immer 15 Minuten lang halten oder ein bisschen drunter, sodass es etwas ist, was man sich auch nochmal so zwischendrin angucken kann. Vielleicht sogar kürzer, weil Städte vorstellen, mein Gott, so aufwendig ist es auch nicht. Ein paar Bewohner besuchen, sich angucken, wie eure Wege gestaltet sind und so weiter und so fort. Und dann halt letzten Endes ist es ja nur ein Anschauen der Gebäude. Mehr kann ich ja gar nicht machen beim Schlummern. Wäre, glaube ich, eine ganz nette Idee. Ich glaube, das kann ich ganz gut zusammengestalten. Ansonsten struggle ich ja aktuell bei meinem Upload immer noch extrem.
bin einmal aus dem Rhythmus gekommen und habe dann immer riesige Probleme, wieder reinzufinden. Und dann passieren immer irgendwelche unvorhergesehenen Sachen. Oder ich bin mal krank zwischendrin einen Tag und das ist halt immer gleich ein Riesenloch da. Das ist ein bisschen unangenehm. Also da fällt dann halt Animal Crossing auch mal aus. Dann fällt halt auch mal Pokémon aus. Oder Animal Crossing kommt sehr spät, so wie heute, da ich halt hier ziemlich viel Offscreen gemacht habe. Ich habe ja Gott sei Dank inzwischen XSplit am Laufen. XSplit hat die Möglichkeit, dass man die Aufnahme pausiert. Also früher bedeutete das halt immer, wenn ich editierten Content für euch machen wollte, ich nehme halt auf, stoppe die Aufnahme. Wenn es weitergeht, starte ich die Aufnahme wieder. Oder ich merke mir, wann ich meine Katze hatte und nehme halt durchweg auf und hast halt 2 Stunden Aufnahme gehabt und hast sie zusammengekartet in 15 Minuten. Übrigens, Bewohner hier sind ultra cool. Hey, du unbekannte Freundin. Ich find's immer toll, ein neues Gesicht zu sehen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ach ja, ich bin übrigens Annabelle. Bist du echt den ganzen Weg von Pilsdorf hierher gekommen? Das ist ja abgefahren. Und du bist Hanni, oder? Oh, dir ist das wahrscheinlich nicht klar, aber du stehst gerade vor dem größten Star dieser Stadt. Ich meine damit natürlich mich. Ja, lass uns gleich einen Termin zum Spielen ausmachen, okay? Ich bin ganz sicher, dass wir beide zusammen viel Spaß haben werden. So süß. Die Bewohner hier sind alle super cool. Selbst das gruselige Schwein ist ganz lustig. Also ich habe momentan XSplit am Start und bei XSplit ist es so, wenn ich halt jetzt mal sage, wir sehen uns gleich wieder, kann ich halt hier eine Taste drücken. Und wenn ich diese Taste gedrückt habe, dann stoppt die Aufnahme. Und dann kann ich die Taste wieder drücken und dann startet die Aufnahme wieder. Und zum Schluss wird das von XSplit automatisch alles in eine Datei geschrieben. Es wird alles in eine Datei geschrieben und die kann ich dann halt auch auf YouTube hochladen. Also habe ich mein Intro und mein Outro und so weiter und so fort einfach hier in XSplit reingepackt. Arbeite gerade auch noch so ein paar anderen Übergängen, dass man einen anderen Bildwechsel hat oder zwischendrin vielleicht ein anderes Overlay oder dass man irgendwelche kleinen GIFs einfügen kann und so weiter und so fort, um aus Animal Crossing eine kleine Live-Show zu machen, weil das ist ja dann nicht nachträglich geschnittener Content. Ich steuere das dann alles live, weil die Soundeffekte mache ich ja schon live, editiere ich nicht nach und so. Und ich mag das, weil das ist so direkt ohne zu schneiden, ohne Bezug zum Content zu verlieren. Das ist direkt live an euch dran, direkt für euch und wird direkt danach hochgeladen und wird nicht geplant. Es ist immer improvisierter Content damit. Und das ist halt das Schöne. Ich mag halt an Let's Plays super, super gerne den improvisierten Inhalt. Deswegen gucke ich gerne Let's Plays, wegen der Situationskomik, wegen dem improvisierten Inhalt. Weil das sind alles Dinge, die ein bisschen untergehen oft bei gecutteten Videos. Also ich liebe YouTuber wie Donkey, der wirklich super geniale zusammengestellte Videos macht von vielen, vielen, vielen Stunden an Gameplay, oft aus Streams zusammen, aber manchmal auch aus privaten Aufnahmen und sowas. Das ist ein großartiger YouTuber, der hat dieses, das habe ich mal geteilt, wunderbare Video, super lustige Video zu Legend of Zelda Breath of the Wild gemacht, wo er diese ganzen verrückten Dinge, die man mit Ballons und so machen kann, gezeigt hat oder was man alles so Verrücktes machen kann in Legend of Zelda Breath of the Wild. Jedenfalls, ich möchte auch das bringen. Also ich möchte auch ein bisschen zusammengeschnittenen, coolen Content bringen, wenn ich zum Beispiel Spiele anzocke. Und ich struggle aktuell an meinem Upload-Plan und an meinem Terminplan, weil halt so viel liegen geblieben ist, was ich jetzt aufholen muss. Und am schlimmsten ist es eigentlich aktuell mit Sims. Also Sims liegt mir quasi so ein bisschen schwer im Magen, weil ich zimmerfrei fertig kriegen muss. Und die Zimmerfrei-Videos sind nur 2 Minuten lang, haben aber immer einen Bearbeitungs- und Editierungsaufwand von 2-3 Stunden. Und das führt dazu, dass ich aktuell jeden Tag, wenn ich das nicht habe, das nicht machen kann. Und dann bin ich abends halt einfach zu fertig, um das abends dann auch noch zu machen. Das ist halt wirklich so, wenn du morgens anfängst und dich bis abends durcharbeitest, irgendwann ist mal Schluss. Und dann habe ich einen langsamen Tag und krieg's gar nicht hin oder es geht was schief. Ich muss an meinem Zeitmanagement arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von der Schule her, aber ich hatte das in der Schule auch ganz oft, dass ich all den Dingen, die ich machen wollte und auch machen musste, weil in der Schule ist ja noch ein Muster, ja, eigentlich auch nicht wirklich, ne? Also dann hast du halt eine schlechte Note, I don't care. Da bin ich diesen Sachen regelrecht hinterhergerannt und hatte mega Stress damit. Momentan versuche ich mich davon freizumachen, aber ohne Sims und ohne regelmäßig hochladen verdiene ich halt nicht genug Geld auf YouTube seit Letztes Jahr November, 2016 November, hat YouTube was am Algorithmus umgestellt.
Und ganz viele Leute haben keine Informationen mehr in der Abo-Box, dass ich meine Videos hochlade. Super viele Leute sind überrascht. So, oh, ich dachte, du lädst nichts mehr hoch. Und denk mir was so, guck doch einfach auf meinen Kanal. Man weiß doch, dass ich eigentlich jeden Tag etwas hochlade. Oder mich jeden Tag auf Twitter äußere. Also ich kann nur empfehlen, folgt mir auf Twitter. Kommt mir jetzt nicht wieder mit, aber Twitter ist ab 18. Das steht nur auf der dummen App auf eurem Handy. Dann nehmt halt nicht die App, dann nehmt halt über den Browser Twitter. Da ist Twitter nämlich nicht ab 18. Das ist so ein Bullshit. Das steht da in der App drin und das stimmt halt einfach nicht. Das geht schon nach deutschem Gesetz gar nicht. Er könnte auch auf Twitter drauf gucken, ohne Twitter zu besitzen. Ne? Er muss ja nicht selber einen Account haben. Und deswegen braucht die App dann dafür nicht benutzen. Das ist gar kein Thema. Aber ansonsten habe ich ja YouTube und ich habe da eigentlich ja immer meinen Upload-Plan auch verlinkt überall. Oder was heißt Upload-Plan? Es ist ja kein geplanter Content. Ich stehe ja nicht dahinter, um irgendwie zu sagen, das kommt an dem und dem Tag. Es ist so mein, das würde ich gerne da machen. Mal gucken, ob ich das hinkriege, Zeug. Und ja, wer weiß, vielleicht wird das auch eines Tages mal ein richtig fester Upload-Plan. Aber aktuell ist es mehr so ein, könnte sein, könnte nicht sein. Gucken wir mal. In etwa so. Eigentlich ist es vielmehr ein, man sieht, welche Videos wann ich hochgeladen habe, Plan. Also sprich, ich zeige... Oh, das war falsch, ne? So lang, genau. Ich zeige auf diesem Upload-Plan, was hochgeladen worden ist und nicht, was kommt. Also das ist quasi kein Blick in die Zukunft, sondern halt ein so... Und dann anhand dessen, was ich ja bis jetzt schon gebracht habe und hochgeladen habe, kann man ja sehen, wie in etwa sich die Projekte auf meinen Kanal verteilen und so. Ich denke, das ist recht verständlich ausgedrückt, oder? Ja. Naja, jedenfalls... jedenfalls habe ich da aktuell richtig Struggle mit und ich habe immer ein Problem mit Motivation, wenn ich wegen Zeitmanagement struggle, wenn ich wegen Arbeit struggle, wenn ich irgendwas vergesse, wenn ich das noch machen muss und wenn das Projekt noch dazu kommt und so weiter und so fort. Minecraft Pyro startet ja auch bald auf meinem Kanal und dann ist so dieses Problem, so wie ich mit Zeitmanagement am Struggeln bin, habe ich wenig Motivation, etwas zu machen. Dann bin ich gestresst und kriege mich nicht motiviert. Also das klingt total komisch. Ich muss es ja einfach nur anpacken und dann würde ich total schnell alles fertig kriegen. Aber so einfach ist es dann halt immer doch nicht. Zum Beispiel hätte ich ja jetzt das hier alles überspringen können. Ne? Ich hätte euch einfach wieder einen Cut reingemacht und ihr hättet jetzt gar nicht mitgekriegt, wie ich die ganzen Rüben hier verkaufe und so weiter und so fort. Aber das Problem dahinter ist dann, dass ich ja jetzt hier viele Minuten Zeitaufwand habe. Und dann die Folge noch später kommt oder eventuell X-Bit auch abstürzt, weil es irgendwann einen Punkt gibt, wo es das nicht mehr im Zwischenspeicher behalten kann. Was weiß ich nicht was. Und ja, gerade im Moment sage ich mir einfach nicht, ich möchte, dass ihr... Erstens mal möchte ich euch voll quatschen, weil ich Infos für euch habe. Und zum anderen möchte ich euch... Oh, da ist das Schweinchen! Oh, die Bewohner hier in dieser Stadt sind so süß. Irgendwann baue ich die mal aus. Dann filme ich mit der Handykamera ab, wie ich... Nein, das mache ich nicht. Ich mache keine Handykamera-Let's Play. Aber vielleicht kann ich den Spielstand ja irgendwie auf einen Nintendo 3DS prügeln. Ich habe ja noch einen anderen Aufnahme-Nintendo 3DS. Da könnte ich... Es wäre vielleicht möglich, die Daten von hier auf den anderen Nintendo 3DS, deren Aufnahme-Nintendo 3DS zu als 3DS ist, zu überspielen. Das wäre eine machbare Sache. Ja, naja, jedenfalls... habe ich gedacht, ich teile diese Infos mal einfach mit euch, während ich hier meine Rüben verkaufe. Ihr seht, wir werden da bestimmt gut mit, was, ich habe jetzt 1,5, dann nochmal, da habe ich 5, 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, was weiß ich nicht, was ist nicht einfach das Geld verdreifacht, ne? Dann doch, also müsste, ich glaube, wir werden so mit 6 Millionen Sternis, 5 Millionen, 6 Millionen Sternis dabei rauskommen, ja, also 5 Millionen auf jeden Fall. Gut, dann sage ich an dieser Stelle auch schon mal Tschüss. Und mache hier noch ein bisschen Rübenpreise, 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 Rübenpreise. Oh. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vergesst nicht, beim Abonnieren diese kleine Glocke zu aktivieren. Dann bekommt ihr immer aktuelle Informationen zu meinen Videos. Und auch, ob ich mal auf einen Kommentar von euch antworte, weil einige Leute so, oh, ich habe gar nicht gesehen. Oh, ja, du hast auf einen Kommentar geantwortet. Da kriegt man ja dann bei der Glocke eine kleine Information dazu. Und dann verpasst ihr das auch nicht. Weil es ist immer blöd, wenn mich jemand was fragt und ich antworte oder ich frage zurück, weil ich noch mehr wissen muss und die Person antwortet dann nicht mehr. Ist halt auch immer so ein Ding. Ich habe das eigentlich immer ganz gerne, dass ich das sehe und dass ich mich darum kümmern kann. Auch bei anderen YouTubern und sowas. Die Glocke aktivieren, wenn ihr die Leute wirklich gerne guckt, dann macht das. Ich habe für alle YouTuber, deren Videos ich regelmäßig sehen will, habe ich die Glocke aktiviert.
Au. Kennen wir uns schon? Ich dachte doch, dass wir uns noch nicht begegnet sind. FF, du kommst aus einer anderen Stadt, Honey, heißt du. Also ich bin Oinka und ich freue mich, dich kennenzulernen, FF. Es ist doch wirklich schön hier. Ich hoffe, es gefällt dir auch, FF. Danke, Oinka. Das war doch ein schöner Schluss. Bis zum nächsten Mal bei Animal Crossing New Leaf. Unser Pilzdorf wird immer schöner und eines Tages wird diese Stadt hier vielleicht auch noch schön. Wer weiß, vielleicht ist das mal irgendwann Staffel 4, wenn ich die auf einer anderen Aufnahme in Nintendo 3DS packe. Kann ja sein. Ich meine, das ist eine machbare Sache, dass ich den Spielstand hier rüber kopiere oder rüber verschiebe. Muss ich halt mal ausprobieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Tschüss.